Jo Leute, hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, es ist ein bisschen spät, das 8 Uhr jetzt. Ich hatte vorher extreme Bauchschmerzen wegen Spargeln und er hat momentan keine Zeit. Da nehme ich jetzt mal ein bisschen alleine auf. Nur eigentlich zum Zeigen, ich bin jetzt gleich Stufe 33, dann muss ich mein Charakter umskillen. Da zum Beispiel Kriegshammer und Kriegshammer plus 18. 152 ist 168 Schaden. Ich glaube, es ist Einhand. Bei Zweihand sehe ich jetzt gerade nicht. Weil dann skill ich um auf Hammer. Und das möchte ich euch zeigen. Außerdem habe ich eine neue Rüstung. Die Bestienrüstung mit Helm, Handschuh, Brustpanzer. Handschuhe und Hose. Jo, und einen neuen Ring des tödlichen Blickes. Den hatte ich schon im Inventar, also der ist von Level 20, aber macht Aufschlitzschadenbonus plus 15 slash 25. Also ein bisschen mehr Damage mache ich jetzt natürlich auch. Und ein neues Schwert, genau, das Schwert habe ich noch nie. Das Sudankschwert, leider Schaden minus 1, aber das macht nichts. Und es ist kein Katana. So. Wieso habe ich jetzt mein Reittier hier nicht? Wieso? Wieso? So, du musst natürlich wieder hierher. Es ist irgendwie blöd, dass man die einfach weglegen kann. Da kann man irgendwann mal drauf und schon liegt es irgendwo falsch und ich kann mich nicht bewegen. So, jetzt. Also. Ja. Ihr seht, level ich auch nebenbei noch richtig gut auf, damit wir so bald wie möglich Reichsschlachten machen können. Und dann kommt auch schon die Action, also dann kommt richtig die Action. Und das ist ja das, was Regnum so richtig geil macht. Und ich hoffe, es wird auch sehr balanciert, also nicht, dass ich dann immer auf die Schnauze bekomme oder ich allen anderen auf die Schnauze gebe. Aber das sehe ich nicht am Anfang. Ja, ich mache recht viel Schaden. Mal schauen, wie ich mit dem Hammer Schaden mache, weil die hat ja auch noch Stärke und so weiter drauf. Also, wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Ist einfach langsam, aber das macht nichts zur Sache. Ein bisschen langsamer angreifen, dafür viel mehr Schaden machen, ist besser. So, hier haben wir noch einen gelben. Und nochmals ein gelber ist geploppt. Ja, langsam macht Regnum wirklich wieder Spaß durch die Gilde, die leider momentan auch inaktiv sind, wie auch der Chat von Syrtis. Und deshalb gerade nichts los ist, aber ja, es sind wirklich tolle Leute schon drin. Und wir würden uns freuen, wenn auch andere noch online kommen. Ihr könnt mit Stufe 1 schon in den Chat eintreten. Einfach mich oder der andere, der Miraku, genau, anschreiben. Er ist natürlich der Clan-Oberhaupt, weil ich natürlich durch die Let's Plays und durch das Fußball und so nicht so viel Zeit habe. Macht er für mich das. Dankeschön dafür. Und ich mache dann einfach, ja, ich führe dann einfach den Clan ein bisschen an, wenn wir so Clan Schlachten machen oder sonst irgendwas. Aber eben das Sekretärische, das darf gerne Miraku machen. Und er ist auch gut darin, er hat schon Erfahrung, also dafür bin ich sehr dankbar, dass er mir geholfen hat, einen Clan zu machen und jetzt auch mir hilft, den Clan zu führen. Und ja, ich hoffe, er wird erfolgreich. Also, wenn man sieht, bei anderen Let's Player geht es auch sehr erfolgreich durch. Da haben sie mehrere Clans gemacht. Das also nicht in diesem Game natürlich, aber bei anderen habe ich gesehen, die haben mehrere Clans schon gemacht, wo schon fast schon unfair das Reich oder so dominieren. Und ja, ich möchte es ja auch gerne in Regnum machen.
Aber eben, wir schauen, dass wir nicht zu viel angreifen. Und eventuell können wir es danach so machen, dass ein anderer Clan von uns bei Ignis und bei Alcios ist und dann wir gegenseitig uns immer wieder bekriegen durch Absprache. Also wir kündigen es an zu den anderen, sagen zum Beispiel um 8 Uhr abends am 20. April greifen wir an und dann wissen die, ah, wir greifen, also die anderen greifen dann an, also müssen wir dann verteidigen. Und so etwas wäre richtig cool, wenn wir das auf die Beine stellen können. Und wir haben jetzt Stufe 33 erreicht, genau. Juhu! Die Freude ist grenzenlos, ich weiß. Aber leider geht es immer länger und immer wie katastrophaler. Und für Bogenschützen, okay. Wir können jetzt den Kriegshammer tragen. Und hier den Kriegshammer links. Die haben wir gar nicht drin, die sind beide hier, ja. So. Makuloren Arrow kenne ich jetzt nicht. Die bereden irgendwas oder flirten miteinander. So, hier haben wir den Barbaren-Trainer. Da können wir uns jetzt umskillen, zurücksetzen. Kostet immer noch nur 330 Gold. Also ab zuerst müssen wir hier Zweihandbeherrschung machen. Da können wir eigentlich eins lassen. Aber hier hoch bis zur überwältigten Stärke. Da können wir eigentlich Sprung auch mit skillen. So, ich hoffe, das reicht. Jetzt hier. Exekution oder Gedanken. Beseitigt positive Kräfte, das ist richtig geil im PvP, also im RVR. Aber wenn das nicht so bleibt, dann ist es natürlich nicht so gut. Wenn wir jetzt das nehmen, haben wir 30% schon. Nice. Mal schauen, wie es dann mit 4 ist. Stahlgemüt brauchen wir noch nicht, weil die Monster keinen durchbohrenden Schaden machen. Kieferbreche wäre noch cool. Donnerschlag, betäuben. Wow, das hat richtig coole Sachen. Aber vor allem Anatomie müssen wir nehmen. Gedankenquetsche können wir rausnehmen. Hier können wir hochstufen. Kieferbrechen mit Schwindel. Das nehmen wir mal. So, jetzt können wir hier auch nochmal hochstufen und schauen. Jetzt ist es schon 40%, also wird es 50% sein bei Stufe 5. Also das wird richtig geil sein. Aber das brauchen wir, wie gesagt, noch nicht. Stattdessen müssen wir erhöht Wirkung verstumpfte Schaden. Das müssen wir nehmen. So, und durchbohrende Waffen können wir hier Vielseitigkeit. Oh, es reicht nicht. Das müssen wir dann das nächste Mal machen. Ja, und auf Defensive pfeife ich momentan. Die zwei Buffs für Defensive, die brauche ich jetzt wirklich nicht. Also testen wir mal das Zeugs aus. Brutaler Stoß. So. Zu viele Buffs sind eben auch nicht so gut. Und Sprung. Sehr schön. So, Sprung macht unsere Bewegungsgeschwindigkeit plus 20. Können wir das jetzt schon eigentlich einsetzen? 5. Ja, jetzt sind wir schneller. Juhu. Das sieht aus. Silver Surfer, Silver Surfer. Da, da, da. Yay. Aber leider nur kurz. Aber immerhin besser als so langsam zu sein. 10 Sekunden, schade. Ja, immerhin. Silver Surfer, Silver Surfer. Und jetzt eins auf die Ome. Boom, 512. 520. Und jetzt? 507. Wow.
Immer 500er. Ohne Crit. 618. Man sieht irgendwie nicht, welche Crit sind. Aber das kann man hier lesen. Das ist ganz normal, Treffer 661 Schaden. Das ist ja mal geil. 619, 504. Jetzt bin ich betäubt. 499, oh, so kann man sehr gut leveln. Können wir nochmal so einen Schlag einsetzen? Ah, ich habe genug, zu wenig Mana. 756 und zwei Striche, das sind Crits. Okay. Richtig geil. So ein kritischer Schlag. Können wir nochmal testen. So einen er macht. Komm. Ah, immer noch genug. Zu wenig, Mann. Komm schon. Ach komm. Hallo? Jetzt spinnt alles ein bisschen. Ja, es macht weniger Schaden als ein normaler Angriff. Der Sassy. Der ist noch öfters im Sötis-Chat. Sag ich mal Hallo. Du hast mich sicher auch schon getroffen. Hallo Sassy. Und die Bridget Jones ist wieder aktiv. Okay. Oder immer noch aktiv. 611. 466. Ja, jetzt ist der Buff sowieso nicht mehr aktiv. Okay, dann nehme ich morgen nochmal auf und mache mit euch ein paar Quests, bis dann am morgen Abend der Miraku wieder. Oder ist es überhaupt Miraku? Das Kimba ist es ja natürlich. Sorry, ich habe dich verwechselt. Der Miraku war heute Nachmittag da. Das Kimba natürlich, ja. Steht ja auch unten, also. Ich muss die Namen zuerst noch auswendig kennen und auseinanderhalten. Also dann mache ich dann am Abend mit Skimba natürlich noch ein bisschen. Leveln wir noch ein bisschen. Bis dann ist er hoffentlich auch ein bisschen weiter als Level 27. Aber ich denke schon. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich bin hier gerade am ein bisschen Magna sammeln und ja, möchte mit euch ein bisschen über ein paar Sachen reden. Zum Beispiel, ja, mit dem Clan geht es momentan nicht mehr so gut. Ich kann hier zeigen, es sind noch vier andere drin, also sind schon wieder ein paar rausgegangen heute Nacht und ja. Das kann ich irgendwie auch ein bisschen verstehen. Natürlich ist es noch langweilig und so, aber ja. Und Kimber war auch nicht mehr irgendwie online. Das ist ein bisschen schade, sehr schade. Aber das kommt wieder, das kommt wieder. Das ist immer so, zuerst die Erwartung, dann der Fall, weil noch nichts los ist. Wir können einfach noch nicht alles Gildenschlachten machen, alles Mögliche. Und ja. In der Warzone können wir auch noch nicht lange überleben, da ist es momentan halt ein bisschen Flaute. Aber kann ich auch eben ein bisschen verstehen. Und sonst, ja, sind alle in den Ferien oder haben irgendwie keinen Bock. Naja, aber sonst gibt es eigentlich echt gut, dass ich bin wieder ein bisschen, hab wieder gelevelt, 34 bin ich jetzt. Hab Magnus gesammelt, 125, und hab noch ein paar verschenkt. Habe eben nicht viel Nächstenliebe gezeigt. Niemand hat sich eigentlich echt groß bedankt. Und ja. Aber egal, sonst ausrüstungstechnisch hat sich nicht viel gemacht. Aber ich habe ein neues Amulett von der Monika. Das werde ich dir nachher noch holen. Okay, hier gibt es wirklich keine Magnas. Da müssen wir Richtung Fiskel gehen. Hier ist der Sieger. Und dann der Legendäre. Der Sambro. Es gibt noch irgendwo einen Sieger.
Siegerkäfer. Er ist, glaube ich, nicht so stark, aber er ist trotzdem stark, dass wir ihn nicht alleine killen können. Ja, ich bin ein bisschen krank, ein bisschen erkältet. Zu lange draußen gewesen. Und diese Arschkälte an Ostern gibt es ja nicht bei uns. Bei uns ist immer Regen jetzt momentan. Zwar ist ungefähr 3-4 Wochen schön. Und jetzt fängt der Regen an. Das ist nicht gut. Man ist nicht mehr gewöhnt. Ja. Und habe eigentlich immer Monster gekillt. Immer Monster geklopft, fast keine Quests gemacht. Aber eben nichts Gescheites bekommen. Immer noch den Stab für den Mikau. Nein, nicht für den Mikau. Ah, ich verwechsel die immer. Für den Skimba. Und sonst, ja, die zwei Sachen für ihn. Aschas Legging habe ich gefunden. Ja. Es droppt immer nur Loot, das nervt. Das nervt wirklich. Aber hier haben wir wenigstens einen. Also habe schon zwei gefunden, aber zwei, die nicht Magnas drin hatten. Da sieht man es. Fels und Armbrustgestell. Aber sonst ist da relativ ruhig, also keine Steine, keine Spiele, nichts. Ein Schatz. Ja, mit 24, das bringt uns auch nichts. Die sind so wertlos geworden. Die Schätze. Ja, und momentan geht es mir irgendwie mit dem Sport auch nicht mehr so gut. Keine Ahnung. War schon ein bisschen deprimiert geworden. Wegen dem Scheißwetter. Aber ich muss mich wieder aufraffen. Ich muss wieder ins Training. Am Dienstag habe ich wieder volles Training. Und dann, oh, muss ich bis dann fit werden. Hart alleine trainieren. Ja. Nachher kurz was essen. Gestern Abend habe ich auf dem Server, auf dem Minecraft-Server, wie heißt jetzt schon wieder? Arkham, glaube ich, ja. So ein amerikanischer Level-Server, da kann man so leveln. Seine Mining-Skills hochtreiben und so, richtig cool. Und ja, macht richtig Spaß. Habe ich ein bisschen gefarmt. Bin jetzt über 100 Level 10, 120 ungefähr so. Und geht voran. Mal schauen, ob ich ein kurzes Video mal mache. Sonst, ja, Black and White gespielt. Und ja, mehr nicht. Bisschen Diablo 3 noch. Aber eben, ich spiele momentan auch nicht so viel andere Games. Ich spiele meistens Regnum. Und weil halt er fehlt momentan halt auch weniger Let's Plays. Also hier Let's Play an aufnehmen. Aber ich werde jetzt einfach ein bisschen alleine aufnehmen, bis er wieder kommt. Und dann kann er wieder mitmachen. So, jetzt ein bisschen oben entlang. Aber hier denke ich nicht, hier gehen viele Spieler entlang. Hallo? Chillende Steingolems. Und hier sind die Leoparden. Nö, hier ist auch nichts. Ah, eine Kiste. Wow, 14. Das bringt ja viel. So, gehen wir zum Händler. Hm.
Die anderen sind keine Händler, das sind Schmiede und Stabverkäufer, Schneider. Und keine Händler. So, 49. Orden der Tapferkeit, den nehmen wir mal. Und das Sudan-Schwert, genau, ist für Level 35. So. Ja, Trailer soll angegriffen werden. Dann müssen wir das aber nicht vergessen. Haben wir hier Quests? Ja, 2, 3, 4. Okay. Meine Katze jammert im Hintergrund. Luna! Okay, das ist keine gute Quest. Wir können noch keine Spieler killen, ohne selbst auf die Schnauze zu bekommen. Ja, das ist die Magna-Quest, die nehmen wir noch nicht an. Da ist noch eine Quest. So. Und hier. Orkknecht, aha. So, okay, morgen kurz meine Katze. So, musste kurz meine Katze ins Bettchen tun. Die will immer zugedeckt werden. Sie hat wahrscheinlich kalt. Dann jammert sie immer so extrem laut. Ja, 10.000 Gold will ich ja nicht, nein. Das ist doch für die Katz, für die Katz. Und hier irgendwo ist ein Ausrufezeichen. Quest. Okay, Leoparden töten. Die sind schon ewig, sind die nicht mehr, also keine Herausforderung mehr. Interagiert mit Bücherschrank. Müssen wir jetzt erst eine abschließen. Gehen wir mal ein bisschen hier rein. So, ich bekomme recht viele Abonnenten in letzter Zeit. Dankeschön dafür und auch viel mehr Likes. Auch dafür ein großes Dankeschön. Und ich habe hier Steuerungsprobleme, vor allem Kameraprobleme. Die Kamera bewegt sich, obwohl ich nicht... ich bewege mich überhaupt nicht. Hallo. Ich bewege mich ja überhaupt nicht. Was ist denn los? Ja, hat sich schon richtig gut ins Positive gewandelt. Und mir freut es, wenn ich auch Kommentare beantworten kann. Ihr postet schon gute Sachen. Ihr seid auch viel mehr interessiert, das sehe ich an der Aufrufemenge. Und ja, so soll es weitergehen. Und ja, vielleicht seid ihr bald auch motiviert, ein bisschen mehr zu machen. Bisschen richtige Fans werden, so. So. Aber eben bei YouTube geht alles extrem lange. Das kann ich wirklich verstehen. So, dalle. Jetzt müssen wir hier noch mit dieser reden. Wahrscheinlich mit ihm wieder. Nicht? Okay. Sprecht mit Prima. Ja, im Sirtis-Chat ist momentan auch nichts los. Alle sagen Moin, Moin, guten Morgen, Moin. Ich bin der Einzige, der was anderes sagt. Oh je. Yeah.